Hallo ihr Lieben, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Clash of Heroes. Es geht weiter. Und zwar gegen den Boss-Dämon Azaxes. Unbekannte Gegnereinheiten. Level 10. 150 HP. Ich muss aber ihn killen, merke ich gerade. Lass mich richtig der Annahme gehen, dass er sich bewegen wird, wenn ich mich ebenfalls bewege. Ach, das ist ein Muppelkotze, ey. Ungeil. Okay, auf zwei hier. Hier wird irgendwas gespawnt anscheinend. Hätte ich den doch wegmachen sollen vorhin, letzte Runde. Tja, ich glaube tatsächlich nur diese beiden können ihn angreifen. Wir haben Zessen, dass wir nächste Runde hier. Tja, alles ungünstig irgendwie. Na, mal kicken. 150 Leben ist jetzt nicht gerade wenig, ne? Irgendwas spawnt er dort. Boah, das macht Damage. Das ist ja widerlich. Ach, guck mal, das ist ein Gegner. Verstehe. Verstehe. Wir müssen uns noch ein bisschen deffen. Das hätte ich vielleicht. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Ah! Erst beschwören, damit man noch eine Runde hat, um mehrere Ketten zu machen, ne? Das ist wichtig. Ach, guck mal, er wird nächste Runde hier hingehen, ne? Verstehe. Ja, das ist leider quasi nix. Schade. Ich hoffe, er greift hier nicht AOE-mäßig an, das wäre doof. Ah. Wie gesagt, ich denke, er wird sich da bewegen, sonst würde dieser Kreis da nicht erscheinen. Tja, ob das so geil war? Ich glaube eher nicht. Viel zu viele Hirsche hintereinander. Ich kann die auch nicht wegmachen, sonst kommen die ja tatsächlich nicht mehr wieder, ne? Komm, beweg dich da rüber. Danke sehr. Meine Vermutung war exakt. Er wird also hier eine Einheit haben und hier eine Einheit haben. Nee. Ist er fetter geworden? Er hat die irgendwie auf sich drauf gehabt. Okay. Na, mal schauen. Eins, zwei ist er angreifbar. Okay. In drei Runden ist er also dann da drüben. Ja, erstmal machen wir Damage ein bisschen. 28. Nice. Das war, glaube ich, ein Crit gewesen, ne? Bedauerlich, dass das nicht funktioniert hat. So, wir werden uns also ein bisschen verteidigen. Der Hirsch hat leider keine Relevanz mehr.
Das heißt, wir bringen ihn hier rüber. In der Hoffnung, ich spawn jetzt keinen Hirsch dahin. Okay, sehr gut. Wow, ungünstig. Jetzt gibt's nochmal schön 28 Damage, oder? Lecker. Und der ist quasi nur zum Deffen da, der Hirsch, ne? Das bringen wir leider auch nicht viel wahrscheinlich. Oh, ich hab. Verdammt! Verdammt! Ah, mir geht gerade so viel Mana flöten. Ah, tut mir das. Okay, doch nicht. Ah, stimmt, ich kann ihn noch einmal. Der ist ja erst bei der zweiten Runde. Ja, okay. Erst in 1, 2 Runden geht er weg. Treffe ich noch? Ah. Leider nicht. Fallregeln! Wusch! Das bringt da relativ wenig. Ich kann es halt so vorbereiten, dass er nächste Runde ein bisschen Damage kassiert. Jetzt wird er sich umspawnen, man. Jo. Ah, das ist okay. Wir brauchen eine Elfe. Tschüss, Bären. War schön mit euch. Ich glaube, das war es tatsächlich schon gewesen, ne? GG! A6s! Oh, doch noch nicht gewesen. 38, so eine fette Blase. Das ist natürlich unlucky gewesen. Er wird sich also nächste Runde hier hin spawnen. Das ist ja eklig. Ich hoffe jetzt noch nicht, sondern erst in den nächsten. Ah, ärgerlich. Sehr bedauerlich. Geht die Runde leider unnötig lange. Warum machen die eigentlich immer einen Crit, wenn es ins Nichts geht? Hä? Was soll denn das? Ich hoffe, er macht jetzt nicht wieder so eine fette Kugel. Das wäre echt nervig, ey. Danke sehr. Das ist absichtlich, ne? Das ist unmöglich, dass da irgendwie was was connecten kann. Scheinbar. So fühlt sich's an. Man weiß ja nie, wa? 1, 2, ja, der Hirsch geht ins Nichts. Das ist ja schade. Der Hirsch geht leider ins Nichts. Das wäre ja ulkig, wenn er sich jetzt umteleportiert hätte. Das hätte ich dem zugetraut, dem Spieler, dem Entwickler. Tatsächlich.
nochmal einen Pfeil hinterher. Einen am Boden liegenden Gegner nochmal einen Pfeil hinterher. Yo. Sieg! A6 ist gekillt. 1300 Erfahrung. Lecker. Anwen fights with the fury that she has kept bottled up since the attack on the camp. And she sends the mighty demon Azexes running back to Sheog, his tail between his legs. Tschüss! Es ist noch nicht vorbei, der Blutmond naht. Das wird Zeit der Furcht und das. Es wird eine Zeit der Furcht und des Feuers bringen. Ach, auf einmal kann sie sich befreien. Ich fürchte das Schlimmste für meine Geschwister Aiden und Fiona. Wo sie auch sind, ich hoffe, es geht ihnen gut. Und ihr sagt, dass mein Herrscher Krieg gegen Irulan führt? Das kann ich nicht zulassen. Ich werde persönlich zu ihm gehen, in meines Vaters Namen und ihm diese Dummheit ausreden. Finn und ich müssen weiter nach dem Artefakt suchen. Zumindest haben es die Dämonen nicht. Darin liegt wohl die Hoffnung. Oder etwas Hoffnung. Was hat euch motiviert? Ich bin ja sicher, man würde mich für tot halten und vergessen. Wir sind in unserem Kummer vereint, Godric. Ich konnte dich nicht einfach aufgeben. Vor einer Woche hätte ich das noch nicht verstanden. Ich hoffe, wir sehen uns in besseren Zeiten wieder. Leb wohl. Findern für Multiplayer-Modus erschlossen. Holy Griffin Empire. Kann ich hier auch noch wieder rein? Irulan ist abgeschlossen. Okay, da geht es also nicht weiter. Kampagne 4 Stunden, 13 Minuten bisher. Na, jetzt geht es hier mit Dings weiter anscheinend. Mit Godric. Zuflucht. Müde und traurig kehrt Godric alleine zu seinem geliebten Greif zurück. Talengard, capital of the Empire, jewel of the realm. Godric has visited the city before, but never so alone and never with so urgent a mission. Jetzt spielen wir mit Godric. Burg Clown lacht wiegt im Nordteil der Wache der Stadt. Ich muss rasch zum Imperator. Und warum greifen die mich an? Master Godric, wie er lebt und lebt. Das Einhornherzogtum fürchtete, ihr wäret tot. Aber zumindest keine Zeit. Wir treuen Schwertkämpfer schließen uns euch an. Was soll ich hier in Clownwacht mit Truppen? Was für ein eigenartiger Kerl. Strange. Godric. Na, Elvin ist quasi überschrieben. Witzig. Aber auch irgendwie schade. Jetzt habe ich das Einhorn gar nicht probiert. Halt! In Kriegszeiten ist Bürgern der Zutritt zur Burg des Imperators verboten. Zurück, Junge! Ich bin Godric, Lord Edric's Sohn. Ich muss mit dem Imperator sprechen. Lord Edric's Sohn, der Verräter? Wachen! Lars, die nicht erwischen! Huch! Verräter? Wie könnt ihr es wagen? 111 gegen 111, okay. Quasi beginnen wir jetzt wieder komplett von vorne. Es gibt neue Artefakte. Die Einheiten werden sich nicht großartig unterscheiden, würde ich mal behaupten. Aber ich muss jetzt wieder leveln, ne? Sonst macht die Kampagne keinen Spaß. Die haben ja nur 10 Leben, genauso wie wir. Aber wir haben einen neuen Skill. Ich weiß noch nicht genau, was er macht. Ich hab ich werde meinen Feierring vermissen, glaube ich. Ich fand ihn schon ein bisschen OP. Genau, schieb weg die Einheiten, auch keiner. Genau.
Was soll ich denn bitte hiermit machen, hä? Tell me. Ich hätte natürlich meine Einheiten so hinsetzen können, dass ich jetzt nicht unbedingt so viel Damage abkriege, aber naja. 10 Leben. Mehr als genug. Er braucht schon mehr. So, wir machen 7 Schaden. Ne, wir kriegen noch ein bisschen 9 Schaden, machen wir. Na super. Piu! Schon mit den kleinen Dolchen. Okay, was macht das? Edrics Schwert. Wow. Wir machen einfach mal gefühlt 2000 Barrieren wahrscheinlich, wa? Hä? Ach so, wir kriegen keinen Damage mehr ab. Ah ja, verstehe. Ich dachte, ich muss das Ding ganz auswählen. Das ist natürlich schade. Das war gerade ein bisschen irritierend, weil das so astral ist, ja. Sieht das halt so aus, als ob ich hier... Piu! Als ob ich das noch setzen müsse. Mhm, okay. Also ja, ein defensiver Skill. Na, da finde ich den Feierring besser. Der hat einen schönen, starken Schaden gemacht, der Pfeilregen. Wie wir einfach durchrennen. Ein Schaden dazu, okay. Gebt Alarm! Godric der Verräter läuft frei im Imperium herum. Sie wollen mich fangen. Ich muss versuchen, sie in den Gassen im Westen abzuschütteln. Hallo, ich will zur Kiste. Hm. Ich muss an diesen Wachen vorbei und unbedingt vermeiden, denselben Weg zu nehmen wie sie. Ja gut, komm ich hier wieder zurück? Nee, wa? Leider nicht. Gut, meine Freunde, an der Stelle würde ich sagen, kurz mal eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Clash of Heroes. Bis dahin. Ciao, ciao.